Wenn der Mensch einmal definiert wurde als das einzige Tier, das lachen kann, dann mag das Lachen von allen Gefühlsäußerungen die typisch menschlichste und die am dankbarsten empfundene sein. Für mich war es von Anfang an eine besondere Befriedigung, wenn es mir gelang, Menschen zum Lachen zu verführen. Als Kind wollte ich unbedingt Clown werden. Vielleicht ist dies auch der eigentliche Grund, warum ich den Beruf des Schauspielers gewählt habe. Jedenfalls habe ich selbst die komischen Rollen mehr geliebt als die bösen. Und mich freut es eher, wenn Menschen mir auf der Straße zurufen, Mario, ich scheiß dich zu mit meinem Geld, anstatt, was leider viel öfter vorkommt, aber dass sie Winnetous Schwester Chochi erschossen haben, das zeige ich ihnen nie. Für die Schauspieler war die Arbeit mit Kortner mitunter jedoch ein sehr schmerzhafter Prozess, denn Kortner war anspruchsvoll, er bestand auf absoluter Perfektion. Man weiß, dass er imstande war, einen einzelnen Satz 3-4 Stunden lang mit einem Schauspieler zu pauken. In Hebbels Heriodes und Mariamne spielte Siegfried Lowitz später als der Alte berühmt den Joab und musste den Satz sagen, man spricht von einer Jungfrau Maria. Lowitz, von einer Jungfrau Maria. Es ist doch nicht alltäglich, dass eine Jungfrau ein Kind gebiert, nicht wahr? Immerhin Jesus, nicht? Von einer Jungfrau, Lowitz, bitte. Eine halbe Stunde lang konnte Lowitz es Kortner immer noch nicht recht machen und hatte plötzlich die gefährliche Idee, Kortner nasal zu imitieren. Man spricht von einer Jungfrau Maria. Ja, Lowitz, jetzt haben Sie es ja, warum nicht gleich so?